geht's. Pippo Kühne bei VfL TV. Pippo, 1:0. Herzlichen Glückwunsch, Derby-Sieger. Dankeschön. Ich glaube, ganz viel harte Arbeit. Kein gutes Spiel, muss man sagen. Ich glaube, vielleicht eins oder bisher das schlechteste Spiel in der Saison. Und trotzdem gewonnen. Also diese Spiele soll es dann auch geben. Mit dem Ergebnis sind wir dann zufrieden, mit Art und Weise nicht. Aber was unterm Strich zählt, ist Derby-Sieg. Ich glaube, das bedeutet uns ganz viel der Region und ja, ganz wichtig. Also es war heute ein Arbeitssieg und das zählt einfach. Du hast ja echt auch richtig viele 1:1-Situationen entschärft, gehalten. Da kam ja keiner an dir heute vorbei. Wie machst du das? Darf ich dir jetzt eine dumme Frage, aber wo nimmst du die Stärke her? Hartes Training, viel Training. Ja, ist aber auch alles im Verbund. Ne? Durch unsere Spielweise sieht man immer wieder, dass wir dann, wenn einer nicht ganz mitmacht, dass wir halt auf Konter gehen, Konter kriegen. Und ja, da müssen wir halt da sein. Oder da muss ich da sein. Nichtsdestotrotz lassen wir da aktuell vielleicht ein bisschen zu viel zu. Aber ja, dafür bin ich dann ja auch da, um solche Dinge dann zu klären. Aber ja, wir sollten aufpassen, dass es nicht zu oft passiert. Und unterm Strich zählt einfach der Sieg, die 3 Punkte. Freut mich auch für Sören, dass er seinen ersten Treffer hier gemacht hat. Ich glaube, für ihn war Anfang auch keine einfache Zeit. Deswegen freut es mich umso mehr auch, dass Sören, wir im Kollektiv, einfach dieses Spiel hier vor dieser unfassbaren Kulisse gewonnen haben. Naja, dann genießt den Abend noch als Derby-Sieger, Pippo. Und dann sehen wir uns nächste Woche in Kaiserslautern. Danke. Dankeschön.